Aber ich fand das eine schöne Szene eben mit Barry und Natalia. Dass die sich auch mal so ein bisschen aussprechen und sich auch mal ein bisschen näher kommen, finde ich auch ganz wichtig. Ja, ist ja gut. So. Kommen wir da hoch? Tatsächlich. Ist das was für... Ah, scheiße, das ist für Moira. Da hätte ich mit Moira hin müssen. Da ist bestimmt was Teilebox-mäßiges drin. Und ich habe es nicht gesehen. Das ist ärgerlich. Na gut. Aber nicht mehr zu ändern. Dann gehen wir halt weiter. Okay. Oh nee. Ja, ich merk's. Darf ich mal eben sehen. Barry, da drüben ist etwas. Okay, ich seh's. Es kommt näher. Ja. Nicht da! Schieß! Nicht da! Weiter links! Da! Schieß! Da! Schieß! So. Meine Güte. Das war ja wieder ein Akt der Verzweiflung hier gerade. Ist da noch was? Oder komme ich da her? Da komme ich her, ne? Scheiße. Ja, der Orientierungssinn wieder. Aber mit diesen Vieren habe ich nicht gerechnet. Die sind ekelig. Bäh. Ich mag die nicht. Bevor ich da hochgehe, nochmal hier lang gucken. Stinkt eine Chemikalie? Hä? Wo? Ach, da. Kann ich eigentlich was basteln? Ich habe keine leeren Flaschen mehr. Ne? Die kann ich mal übergeben. Die brauchen wir nicht. Also wenn ich ein paar Flaschen finden würde, dann könnte ich schon allerlei wieder basteln. Aber dazu muss ich auch Flaschen finden, ne? Genau, hier war der Opa drin. Der liegt da sogar. Obwohl, bei, das sieht nicht sehr lebendig aus, ne? Ach komm, wir kommen jetzt sogar hier rein. Okay. Ist er... Ja. Lass ihn bleiben. Armer Mann. Ganz allein gestorben. Moment. Das ist Moiras. Mom, Polly, ich bin... Ich glaube, das war's für mich. Ich wollte euch sagen, dass ich euch liebe. Und Barry! Daddy! Tut mir leid, dass ich so eine schlechte Tochter war. Nein! Schlecht bist doch nicht du. Barry? Es geht schon. Gehen wir. Oh oh, Moira hat Schuldgefühle, die eigentlich Barry hat und ach man. Ich nehme die Insel auseinander für das, was sie ihr angetan hat. Ja. Ihr solltet euch einfach mal aussprechen, Barry. Ich glaube, das ist das Beste. Da ist eine Werkbank. Da ist ein Schlüssel. Da... Machen wir, dass wir rauskommen. Bleib in der Nähe, okay? Alkohol, Schießpulver, jede Menge Zeugs. Aber auch eine Flasche. Sehr gut. Also ein paar Flaschen könnte ich jetzt echt mal gebrauchen. Ich glaube, Schießpulver ist ganz gut. Explosivflaschen sind geil. So, dann haben wir jetzt was zu lesen hier. Ein Tagebuch. Tagebuch des alten Mannes, 19.07.88. Ich muss meine Sprachkenntnisse verbessern, also schreibe ich in dies Tagebuch in Fremdsprache jeden Tag. Jeden Tag ich schreibe, aber mir fehlen die Worte. Jetzt ich habe guten Grund. Heute mein erstes Kind ist in die Welt gekommen. Ihre Mutter hat ihr den Namen Irina gegeben. Das ist Name von meiner Großmutter. Ich war dagegen, aber kann nicht gewinnen gegen dickköpfige Frau. Sie hat Augen und Nase von Vater, aber Mund von Mutter. Wir werden gesundes, starkes Mädchen aus ihr machen. Dieses Jahr Insel wieder gut drauf.
Minengeschäft läuft gut, mein Leben läuft jetzt auch recht gut. Ich will Irina selbes Gefühl geben, wenn sie ist älter. Das ist jetzt meine Verantwortung als Vater. Ja, ganz schön da. Sechs Jahre Sprung hier, okay. Irina ist schon sechs. Wie Zeit fliegt. Wie mag es... Was? Sie mag es, nachzumachen, ihre Mutter. Ihre Mutter hasst das. Wohl, weil Nachahmung ist perfekt. Kleine Kroschka ist sehr schlau. Mag Mathematik. Ihre Großmutter mochte auch Mathematik. Irinas Lächeln gut gegen meine Sorgen. Mine ist jetzt gefährlich und macht kein Geld mehr. Inselzustand sehr schlecht und sehr schlecht. Was? Mehr schlecht und mehr schlecht. Ich verliere vielleicht Arbeit. Ist nicht unbedingt lustig. Aber keine Zeit für Sorge. Insel ist Heimat. Ich möchte sie im guten Zustand an meine kleine Kroschka übergeben. Das ist jetzt meine Verantwortung als Vater. Das hat er schon mal geschrieben, oder? Ja. Irina, jetzt 12. Ist schon 2000. Schon rebellisch. Mehr wie ihre Mutter, jeden Tag. Ich verstehe nicht die Frauen. Nun, ich bin peinlich für sie. Bis sie braucht Geld oder Gefallen. Apropos Frauen. Eine Frau kam zu unserer Insel. Sie verspricht, Industrie zu revitalisieren. Ich habe jetzt Arbeit, neue Arbeit in Mine zu bauen. Ich dachte, Mine erledigt, aber sie hat noch Verwendung dafür. Sie ist geliebt von jedem. Sie nennen sie unsere Retterin, unsere Wohltäterin. Meine Mutter hat immer gesagt, vertraue nicht Menschen mit Geld. Armer Arbeiter verlässlicher als reicher Kapitalist. Genau. Guter Ratschlag, aber reiche Frau hilft uns. Es ist Irinas 20. Geburtstag. Ich sollte feiern, aber ich mache Sorgen. Nächste Woche, sie geht arbeiten in Mine. Ich war dagegen, aber Kroschka hört nicht. Hört nicht seit Jahren. Warum sollte jetzt anfangen? Irina so dickköpfig, genau wie ihr Vater, so sagte sie immer. Hatte wohl recht. Ist jetzt schon ein Jahr, seit du fortgegangen bist, meine Liebste. Ich traue nicht Leuten in Anlage. Etwas falsch an ihnen. Aber andere denken, ich nur dickköpfiger alter Mann. Vielleicht jetzt auch Irina. Aber ich weiß, ich habe recht. Ich hoffe, auch Irina merkt es bald. Ich habe Irina nicht gesehen, schon ein Jahr lang. Etwas Schlimmes passiert mit unserer Heimat. Menschen werden krank. Mehr kann ich nicht erklären. Es alles liegt an der Frau. Sie hat Geruch von Böses. Das sollte Irinas Heimat sein, aber jetzt zu spät. Ich verlasse diese Stadt. Alles. Aber Insel ist meine Heimat. Ich werde nicht verlassen. Kein anderer Platz für mich. Also gehe ich in Kanalisation. Da bleibe ich. Wird schlimmer werden. Ich weiß es. Irina, pass auf dich auf. Ich finde dich. Ich verspreche, Kroschka. Du bist alles, was dein Vater noch hat. Okay. Naja. Ist hier vielleicht noch was zu finden? Fällt mir gerade so ein. Oh. Tatsächlich. Ein Rubin. Ist hier noch was drin? Mal gucken. Ob hier vielleicht noch was Schönes ist. Nö. Aber, ich habe da eben noch was gesehen. Ja gut, die Werkbank, ja okay. Ich dachte, da wäre noch was anderes. Ich habe aber auch gar nichts zum Einsetzen, ne? Nö. Gut, dann brauchen wir auch nichts großartig werkeln. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar hier entlang. Okay. So, wo kommen wir denn hin? Da können wir gemeinsam durchgehen. Oder ist hinter uns vielleicht ein Teller an der Wand? So einen Trick gibt's ja manchmal, ne? Aber gut. Ich habe bisher noch mit Barry keinen Teller jetzt in diesem Bereich hier gefunden. So, da geht's die Treppe. Oh, es hakt gerade. Achso, Speicherpunkt, okay. Dann ist das Verziehen. So. Abwärts. Mal hier runter gucken, ist da was? Da kommen wir vielleicht auch gleich hin. So. Okay. Kennen wir das hier? Ja, natürlich kennen wir das. Okay, da ist schon wieder eine Karte an der Wand. Die nehmen wir auch gleich mit, denke ich. Okay. Musik. Düstere Musik. Da liegt ein Stein. Ah, die stehen doch bestimmt alle auf. Ah, hier sind so viele Zombies. Scheiße. Eine Sackgasse. Ja. Sieht aus, als kann man die Schleuse von da oben öffnen. Ja. Da ist doch ein Loch. Okay. So.
Okay, dann nehmen wir die Leiter hoch. Tipp, 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 tipp. Habe ich einen Stein hier irgendwo? Hast du einen Stein in der Hand? Nee. Soll ich einfach runterspringen? Bin doch jetzt hier hochklettern. Ja, muss ich ja wohl, ne? Woanders kann ich nicht lang. Ach so, die kann da rüber. Kannst du die Schleuse von der Seite aus öffnen? Ja. Okay, einen Moment. Kriegen wir hin. Kannst du auch gleich die Karte mitnehmen? Sehr schön. Ja. Hallo? Ach da. Okay. Dauert aber auch lange. Weiter so. Ah, da stinkt was. Bäh. Ich geh mal diese Richtung lang. Ich glaube, das ist sinnvoller. Kommt Barry automatisch mit? Ich hoffe mal. Warte mal. Na, er kommt nicht automatisch mit. Wahrscheinlich müssen sie sich gegenseitig gleich beschützen oder so, ne? Ja, in dem Bereich kann ich mich da so halbwegs erinnern. Wenn dieser Sound kommt, denke ich immer, da passiert irgendwas. Ich will mal darauf ballern. Natalia, versuch die hier aufzubauen. Ja, ich habe da nur drauf geballert. Damit der nicht aufsteht, habe ich darauf geballert. Ich hoffe, das war sinnvoll. Ja, okay. So. Hallo? Hallo? Jetzt. So, dann hammern wir da mal drauf rum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tippel, tippel, tippel. So ein bisschen abkürzen können. Ein bisschen. Ist da hinten noch was? Da war ich ja eigentlich, da brauche ich nicht nochmal hinlatschen. Gehen wir mal weiter. Da ist ein grünes Kraut. Das ist immer gut. Da ist noch was in der Ecke, oder? Ja. Gut, nehmen wir Barry mal mit. Das Ding brauchen wir eigentlich nicht. Kann ich das runterschmeißen? Okay, machen wir gleich. Ja, deswegen habe ich ja extra dieses Teil da, ne? Oh, komm, komm, komm. Ich komm nicht vorbei. Ja. Das hat ja schon mal gut, super. Barry, ja, ja, ich sehe das doch. Hallo, mein Freund. Oh, Mädel, warte doch mal ab. Danke. Bitte. Natalia, die Schleuse. Ach nö, das ist so ein scheiß Viech. Den musst du erstmal töten, Barry. Ups, wo kommst du denn her? Ach, Mensch. Ach, nein, Controller. Dann müssen wir es doch so machen. Komm her. Aber nicht aufstehen, ne?
Ich schieb das Teil da gleich runter. Das kann Barry, glaube ich, eher gebrauchen.